Zombie Apocalypse. Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Alpenfarm. Wir sind zurück aus Schwatzing. Wir sind erst mit dem Schiff gefahren, aus Schwatzing abgereist wieder und sind jetzt mit der Bahn unterwegs nach Erlengrad. Und ja. Jawohl. Gucken mal, was uns jetzt sind wir alle dabei. Erwartet, genau. Mit dabei, ihr hört's, der Sepp, der Kevin und der Alois, der schon wieder müde am Rumgähnen ist. Oh, war das eine Überfahrt? Habt ihr denn auch so gut geschlafen wie ich? Ich hab wieder gut geschlafen, genauso wie auf dem Hinweg. Keine Zweifel, wenn du immer kotzen musst. Ab und zu hat uns wieder dein Brechen geweckt. Nein, also heute Rückfahrt ging besser als Hinfahrt. Okay. Ich war am Pennen, tief und fest. Ich bin ja erst aufgestanden, als wir schon lange im Hafen waren hier. Ah, da ist ja der Bahnhof schon. Warst du schon da? Ja. Ich. Gibt's ja warst nicht. Du so kaputt gewesen, war, dass du so trotz Seegang geschlafen hast? Ja. Ich könnte immer noch schlafen. Aber ist ja schon 9 Uhr, ne? Viertel nach. Also jetzt gleich geht's ab die Post, ne? Ins Gebette. Auf Feld. Ja, was tun hier? Ja, so. Okay, ja, meine Lieben, war eine Aktion. Ja, war gut, ne? Ja. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Ja. Genau. Können wir gerne nochmal machen. Mal gucken, was Elfriede und Günther machen. Ja, guck dir das an. Ja, nicht, dass die verhungert sind noch. Mal gucken, was so ein Post da ist, wa? Ja. Ja, genau. Gut. Alles klar, Leute, wir fahren okay. Mal. Jo. Oh, Mann. Ciao. Ciao. Tschüss. Alles jetzt, steigst du ein, Kevin? So, oh, jetzt. Hä? What is that? Ich glaube, du musst vorwärts und rückwärts erst an- und ausmachen. Oh, also ist Automatik. Nee. Ah. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ach ja. Können wir schon hier rumfahren, ja, ne? Oh! Ja, geil. Nee, da, also hier rum fahre ich nicht. Guck mal, guck dir das an jetzt. Nee. Das geht ja mal gar nicht. Ja, der bleibt ganz schön lange stehen, der Zug, was? Müssen wir noch was einkaufen? Das hört sich gut an. Dann ab mal gucken, was die beiden machen da oben. Okay. Ja, wir müssen auch nach dem Feld 4 mal gucken, ne? Da. Das müsste, glaube ich, auch jetzt mal bald fertig sein. Ah, die haben endlich mal unser Straßenschild hier aufgestellt. Ja, sehr schön. Das stimmt, ja, Gold ist immer richtig gut. So, das ist alles zu. Ich packe den jetzt erstmal hier vor. Packen wir nachher weg. So. Ach, dass du einen Drescher unten holst? Den Anhänger? Ach so, ja. Lass mal gucken, was das Feld sagt denn. Ja, das sieht echt gut aus. Lass mal gucken. Ja. Oh. Hey. Schön, sehr schön. Was haben wir denn hier? Raps, ne? Soja haben wir. Soja haben wir. Oh, sehr schön. Da kriegen wir aber gut was runter, ne? Würde ich mal sagen.
2,45 Hektar. Die können wir dann direkt mal verkaufen. Möglicher Ertrag 5,2 Tonnen pro Hektar. Okay, lässt sich doch mit arbeiten. Ja, pass auf, dann rufe ich die beiden mal an. Ja, oder so. Ja. Uiuiui, war das eine Überfahrt, ey. Ich habe geschlafen wie ein Bär und könnte noch mehr schlafen. Gut, dann fahre ich mal runter. Und guck mal, dass ich die beiden anruf. Ne? Moment, jetzt müssen wir mal kurz was gucken. Hier stimmt was nicht. Ach Mann, ey, ich hasse es. Ah, wo ist er da? Okay. Gut, dann fahr ich mal runter, ne? Jo. Kev, schieb mich mal. Ja. Hallo. Ja, grüß dich. Sag mal. Ist das Sepp? Sepp, ich bin gerade auf dem Weg, der Alois. Hör mal, habt ihr, können wir uns bei euch einen Drescher leihen? Ah, wir gucken gerade. Wir haben da was da. Wir haben genug hier. Kannst du dir einen leihen? Das wäre super. Ich bin gerade bei euch auf den Hof gefahren. Ah, wunderbar. Ah, da hinten. Wir sind hier hinten bei der großen Halle. Wir kommen nach vorne. Ah, oder kommen hierher, klar. Genau, dann siehst du gleich. Ich leg auf. Jo. Hallöle. Hi. Hi, ich brauche einen Drescher, aber nichts Kleines, sondern einen großen, muss schnell gehen. Ja, hier, da, Bison, unsere restaurierten vom letzten Mal. Nee, nix Bison. Was nicht, warum? Die haben so gut funktioniert. Ja, die haben gut funktioniert, aber... Boah. Was soll denn der kosten? Ja, gar nicht, die sind nicht zu... Boah, lässt sich hier, nimm unseren mit. Was soll der denn kosten, wenn ich den kaufe? Der ist ja nicht zu verkaufen, der ist ja nur restauriert. Ja. Ja, nur wir haben den ja nur durchrepariert, die gehen ja ins Museum. Er will aber so einen haben. Deswegen haben wir ihn erstmal hingestellt, dass die Leute auch sehen, dass wir auch Restaurationen machen und dass die auch gute alte Geräte gibt. Ja, und könnt ihr so einen besorgen? Was hat denn der Kassel von mir? 1000 Liter oder so. Ja, okay. Nee, ich brauch den hier. Geht schneller. Anderes Schneidwerk. Sojabohnen. Anderes Schneidwerk. Für Sojabohnen? Okay. Okay. Passt, vollgetankt, ja. Fast voll. Ey, ich war ganz schön in die Knie jetzt gegangen, ne? Ja, gut. Okay, ja, dann danke und wir sprechen uns nachher nochmal. Tschüssi.
schön. Bin auf dem Weg zum Feld. Was sind Hänger unten? Okay, supi. Uiuiuiui. Ich habe ein ganz schönes Ungetüm dabei. Nein, wir sind auf modern. So. Fahren wir mal hier rein. So, den aus. Klappen wir auseinander. Hallo, Billy the Kid. Oh, was ist das denn? Moment mal. So. Nein, hier geht noch keiner ins Bett, auf keinen Fall. So, dann wollen wir den mal anmachen. Den anmachen. Ab geht die Post. Mal ein bisschen Sojabohnen ernten. So, ich bin dran, ne? Stellt's halt gleich einfach am Hof hin. Jo, wir haben nur noch Weizen bei der Hühnerei, dann komme ich. Jo, alles klar, lass dir Zeit. Stell das hin, wo die beiden Unterstände hin sind. Genau da. Da ins Feld, das passt. Jo, hab ich gemacht. Supi, danke. Jo. Ja, so. Dann wollen wir mal hier weitermachen.
Badam bam. So. Leute, heute wird's echt stressig. Schöner Samstagmorgen. Sojabohnen ernten. Das macht Spaß. Kevin? Ja? Das hat aber gerade so an dem Unterstand vorbeigepasst, hör mal, mit dem Drescher. Okay. Mit dem GPS. Alter Falter, das war eng. Hat der Bauhof das so genau gebaut? Ja. Da hätte noch nie mal eine Schachtel Zigaretten zwischen gepasst. Okay. Penny, du alte Socke, was geht? Kevin, weißt du, was ich ja sagen muss? Okay. Das macht hier riesig Laune, mit GPS zu fahren, wenn du todmüde bist. Ja. Hallo? Hat da einer angerufen? Nee. Ich höre schon Gespenster hier. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich muss gleich mal schlafen. Hier.
8000 Liter kriegen wir, glaube ich, gut zusammen. Okay. Das passt. Ah, fahr mal den Zaun platt, ist doch wurscht. Der stört hier eh nur. Und weiter geht's. Könntest du gleich mal mit dem Trecker bitte runterkommen? Und den Anhänger holen? Nee, und mich abtanken. Ich bin zu faul. Muss ich wieder alles umspannen? Ja, dann spannen wir um und dann nimm den anderen Schlepper. Welchen? Den Fendt. Hast du echtes Privatgrund? Siehste, sag ich doch. Musst du nichts umspannen. Ja, meine Lieben, ihr seht's, jetzt ist hier gleich Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 18.15 Uhr, Sonntag. Dann gibt's die nächste Folge. Am Dienstag dann den Livestream. Schaut rein. Also, bis dahin, euer Kolke. Ciao.